Hallo, hier haben wir unseren Spero, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und da wird dann auch immer darüber gesprochen, wie viel Aufwand der Spero so macht. Das ist auch schon einigermaßen viel, aber ich denke, das macht hier jeder gern. Aber was wir dann hier eigentlich damit machen, das wollen wir euch dann heute mal zeigen. Der Spero hat einen künstlichen Blasenausgang, anders als die anderen Behinderten hier können wir den nicht ausdrücken, sondern der hat einen Dauerkatheter. Dieser Dauerkatheter, da müssen wir dreimal am Tag die Blase leeren. Und das machen wir jetzt mal. Also müssen wir ihn ausziehen. So ein bisschen. Schneide das hier mal ab. Legen etwas mal runter. Da wir hier so einen direkten Eingang in seine Blase haben, ist natürlich das Risiko groß, dass wir da Keime reinkriegen. Deswegen müssen wir das Ganze schön, möglichst schön, richtig schön doll sauber machen. Dazu ziehe ich jetzt erstmal Handschuhe an. Hier. Jetzt nehmen wir so einen Katheterbeutel. Das Stück schön desinfizieren. Jetzt wickeln wir hier das vollständig aus. Ziehen den Stoppchen da raus. Auch das geht nicht so schön mit dem klipschigen Fingern. Desinfizieren auch da. Und rein. So, jetzt kann es rauslaufen. Scheinbar hat er heute nicht so viel getrunken. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal die Spülung vor, damit das optimal in der Blase zugeht, müssen wir Keime und Ähnliches immer da rausspülen. Das machen wir mit Kochsalzlösung, die wir mittels einer Spritze einpumpen. Und immer wieder schön sprühen. So, wieder mal desinfizieren. Mehr kriegen wir da heute nicht raus, scheint mir. Sprühen. Und jetzt spülen wir Kochsalzlösung in die Blase hinein. Mit Druck, weil spülen. Aber es tut ihm ja nicht weh. Er merkt es nicht, nein. So, beim ersten Mal ist es seltsamerweise immer so, dass nur die Hälfte wieder rauskommt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber wieder. Und die dritte, die lassen wir dann drin. Wir haben festgestellt, dass wenn er auf dem Wagen ist, der Katheter mitunter die Blasenwand verletzt, wenn da keine Flüssigkeit drin ist. Und deswegen lassen wir jetzt immer 50 ml Kochsalzlösung drin in der Blase. Und seitdem haben wir weitaus weniger Verletzungen. Jetzt das Ganze wieder schön verstopfen. Schmeckt das?
jetzt das Ganze wieder schön verstöpseln. Und, wo haben wir? Haben wir nicht. Schön wieder einpacken. Und so nehmen wir Verband. Damit nicht Schmutz und Ähnliches jetzt hier dran kommt und das nicht irgendwo hinhängt immer, packen wir das ein, befestigen das wieder an seinem Geschirr. Schneiden Überflüssiges ab, warum auch immer. Damit haben wir ihn in diesem Teil fertig. Aber wir müssen jetzt die Eingangsstelle des Katheters, die ja tatsächlich ein direkter Zugang zur Blase ist, die müssen wir schön sauber machen. Nee. Dazu sprühen wir diese Stelle schön ein. Nehmen einen Tupfer und reiben das schön innen nach außen sauber. Und da das Risiko von Keimen minimieren, so, jetzt müssen wir dich noch wieder anziehen. Aber so XS an heute. So eng. Nee, hast du nicht. Hier geht's. Und damit ist unser Spero wieder mal fertig. In 6 Stunden fangen wir das Ganze nochmal an.